Hey, hey, hey und hallo. Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, Nachmittag, wann immer ihr dieses Türchen bei Better Board Games öffnet. Schön, dass ihr es öffnet und dass ihr dabei seid. Wenn ich heute in der Tür feststecke, ein durchaus seltsames Bild, wenn ich so genau drüber nachdenke. Ja, ich hoffe, ihr hattet in eurem anderen Adventskalender-Türchen heute auch was Schönes. Ich habe heute auch drei schöne Titel im Gepäck, wollte ich sagen. Nein, ich habe zwei schöne Titel im Gepäck und einen Flop im Gepäck, den ich euch vorstelle. Und ich würde sagen, wir fangen mit meinem, ja, aktuell sehr, sehr beliebten Top an. Und das ist Marrakesch. Hier auch in der schönen, beidseitigen Deluxe-Version von Stefan Feld. Von Queen Games, die neue City-Reihe. Marrakesch war ja das einzige Spiel, was jetzt kein Re-Theme war, sondern ein komplett neues Spiel. Und ich mag Stefan Feld's Spiele sehr, sehr gerne. Und Marrakesch unterstreicht das wieder vollkommen. Es ist so ein bisschen ein Mix aus, ja, Worker Placement, wobei wir nur auf unserem eigenen Tableau unsere Worker setzen. Aber der zentrale Mechanismus sind die Cashies, die wir haben, die auch in diesem Art Würfelturm geworfen werden. Und wir programmieren uns fast immer jede Runde mit unseren drei Workern unsere Aktion, die letztendlich auch die Cashies bestimmen, die wir dann in den Turm werfen. Denn das ist clever gelöst. Wir spielen das Spiel über drei Runden. Jede Runde hat vier Durchgänge und in allen Runden, bei diesen vier Durchgängen, haben wir 12 Cashies der verschiedenen Farben zur Verfügung. Und in dem Moment, wo wir unsere Worker platzieren, was dann auch die Aktion ausmacht, kommen alle Cashies der Mitspieler zusammen, werden in diesen Turm geworfen. Da können auch bewusst Cashies festhängen. Und dann kommt der weitere Teil der Runde, dass man sich immer abwechselnd bis zu zwei Cashies einer Farbe nimmt. Und diese Cashies, das ist schon wieder fast so ein bisschen Engine-Building, die sorgen dafür, dass unsere Aktionen darauf stärker werden. Und dann aktivieren wir unsere Worker, unsere Arbeiter, die wir da hingesetzt haben. So, und wenn wir vielleicht Pech haben und wir haben dann noch gar keine Cashy, dann haben wir zumindest immer so ein bisschen die Verlegenheitsaktion, dass wir noch eine weitere Cashy da hinbauen können. Wobei das manchmal auch strategisch schon gewollt sein kann. Das Spiel kommt super pompös daher. Man ist, wenn man es auf den Tisch sieht, erstmal total erschlagen und denkt sich, um Himmels Willen. Es ist auf jeden Fall ein hohes Kennerniveau, wenn nicht sogar Expertenniveau. Aber was Stefan Feld hier wieder fantastisch gelungen ist, hat man erstmal den Aufbau und alles und den Überblick bekommen, dann spielt es sich total fluffig und alles runter, dass man es vielleicht sogar auf niedrigem Kennerniveau spielen könnte. Allerdings natürlich die komplexen Aktionen, die hervorragend mechanisch miteinander verbunden sind, zu durchschauen, das erfordert schon etwas Erfahrung, muss man sagen, funktioniert aber super, ist ein Spiel, was mich doch schon sehr positiv überrascht hat. Ich mag Stefan Feld, wie gesagt, aber dass das so gut ist, Chapeau, ein ganz tolles Spiel und bei mir ein absoluter Top dieses Jahres und wird mit Sicherheit auch darüber hinaus noch oft gespielt werden. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Partie. Marrakesch kriegt jetzt hier auch mal wieder den Überzieher, damit es nicht kalt wird. Ist ja Winter. Mein Top. Kommen wir nun zu meinem Flop. So, und mein Flop, der ist nicht mehr hier, weil den habe ich irgendwann aus dem Haus verbannt und der wird auch nicht mehr einziehen. Aber ich habe gedacht, wenn ein Flop gefragt ist, dann suche ich den Flop aller Flops raus, den ich so die letzten Jahre hatte. Und das seht ihr da oben, bestimmt da irgendwo. Das ist Tulpenfieber von Uwe Rosenberg. Und ich mag Uwe Rosenberg-Spiele, die meisten zumindest. Ich brauche jetzt nicht noch das 347. Puzzlespiel von ihm, aber das sind immer gute bis solide Spiele. Tulpenfieber, ich weiß nicht, was da passiert ist. Und wenn ich auch heute über Tulpenfieber nachdenke, dann ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, warum? Und da denke ich weiter drüber nach. Und ich denke wieder, warum? Tulpenfieber ist ein uninspiriertes Kniffelverschnitt, wenn man so möchte, der aber auch noch einfach sowas von pottenhässlich ist. Diese Tulpenfelder, die sehen aus wie ein kaputter Testbildschirm aus den 80er Jahren bei eurem Fernseher, wenn das Programm aus war. Und so fühle ich mich auch bei Tulpenfieber. Ich möchte einfach nur, dass es ganz, ganz schnell aus ist. Das ist langweilig, das hat keine Interaktion, das hat keinen Spannungsbogen. Also, wenn ihr beim Wichteln euren Nachbar gezogen habt, beim Schrottwichteln, den ihr nicht mögt, weil er eure Katze überfahren hat und euren Zaun abgesägt hat und euren Apfelbaum getötet hat und ihr wollt euch rächen, schenkt ihm Tulpenfieber. Die Rache wird euer sein. Tulpenfieber ist leider eins dieser Spiele, wo ich sage, das ist auch eins der ganz wenigen Spiele, was ich bei Boardgame Geek mit einer 1 bewertet habe. Und für mich, wenn wir über Flops reden, ein absoluter Flop. Ganz schlimm.
Tut mir leid. So, kommen wir aber jetzt vom Flop zur Liebe. Es ist Adventszeit, bald ist Weihnachten, es muss menscheln. Und ich habe überlegt bei der Liebe, was nehme ich. Ich hatte zwei zur Auswahl. Eins hart konfrontativ, hart auf die Fresse. Und habe gedacht, nein, zur Weihnachtszeit, da soll es menscheln. Wir machen so ein bisschen auf die Fresse. Und meine Liebe gilt einfach so. Brass. Und ich habe bewusst beide Versionen da. Aus Gründen, sage ich gleich noch was zu. Brass von Martin Wallace, das hier die Neuauflage, das hier im Endeffekt so eine Art Brass 2.0 Birmingham, hier wird auch als neue Ressource Bier mit reingebracht. Und Brass ist ein industrielles, so ein bisschen, wir bauen unser Network, wir müssen halt sehr viel Handel betreiben, wir müssen natürlich Geld generieren, Industrialisierung. Das Spiel selber ist eingeteilt in der Kanal-Ära und in der Schienen-Ära, darüber generieren wir Punkte. Und wir haben immer Handkarte, die Handkarten definieren die Orte, das definiert zu großen Teil, wo wir was bauen können. Und da bauen wir verschiedene Industrien dahin und diese Industrien generieren uns Geld, Siegpunkte, aber diese Städte sind alle sehr begrenzt und wir können auch durchaus die Ressourcen der anderen Spieler mitnutzen. Was bedeutet, dass das hier für so ein Spiel einen sehr coolen Grad an Interaktion hat. Auf der einen Seite wollen wir nämlich manchmal, dass unsere Ressourcen von anderen Spielern weggekauft werden, weil wir dann unser Plättchen der Industrie umdrehen können und dann Siegpunkte bekommen. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass wir eigentlich schon mit diesen Ressourcen geplant haben, weil was man bei diesem Spiel seltenst hat, das ist, dass man zu viele Ressourcen hat. Es ist in der Regel immer zu wenig. Und sobald irgendjemand wieder eine Industrie baut, wo Ressourcen liegen, dann stürzen sich viele da drauf, weil man muss schon immer abwägen. Okay, dann wird es umgeklappt und der andere kriegt vielleicht Siegpunkte. Aber ich brauche diese Ressourcen einfach, um meine anderen Sachen wieder aufs Feld zu bekommen. Und es ist alles limitiert. Es ist ein Spiel, was einen so dichten Spannungsbogen hat. Was aber auch thematisch diese Atmosphäre der Industrialisierung hier im 19. Jahrhundert einfach so fantastisch rüberbringt. Und ich finde beide Versionen wirklich, wirklich toll. Ich finde, das Lancashire ist ein bisschen das weniger komplexe, das auch ein bisschen schneller runtergespielt ist. Da ist Birmingham, dadurch, dass, wie gesagt, noch weitere weitere Ressource reingebracht wird, gibt noch ein paar kleine Änderungen, auch auf dem Playerboard, ist das ein bisschen komplexer. Aber ich mag einfach beides. Je nachdem, mit wem ich die Spiele gerade spiele, wo ich sage, okay, vielleicht jetzt heute mal nicht so ganz brecherisch, dann eher das Lancashire, weil ich sage, na, heute doch mal ein bisschen komplexer. Dann das Birmingham. Beide Spiele aber einfach fantastisch. Ich liebe Brass. Es ist für mich, es verbindet einfach so viel an Spielen, was ich mag. Es hat, wenn man so will, sogar einen kleinen Area Control Part. Das ist, wie gesagt, ein bisschen weit gedacht jetzt, aber dadurch, dass eben diese Städte limitiert in dem sind, wie viele Industrien dort sein können, ist es schon, dass man gucken muss, wie schnell komme ich da hin, kriege ich da meine Netzwerkverbindung auch hingebaut. Und dann ist es schon, wie gesagt, Area Control im entfernten Sinne, aber dass ich zumindest halt gucken muss, wie komme ich da hin. Super tolles Spiel, super tolle Reihe, wenn man so möchte. Und für mich absolute Liebe, für mich mit eins der besten Spiele aller Zeiten. Und ja, zur Weihnachtszeit, da menschelt es. Viel Spaß, macht's gut, bleibt gesund. Und tschüss. Oh ja, auf Marrakesch habe ich auch richtig Bock. Ich hoffe, das zocken wir demnächst mal zusammen, Sven. Und ich hoffe, du ziehst auch den Sweater nochmal an. Der gefällt mir auch richtig gut. Danke dir für deinen Beitrag. Und morgen um 8 Uhr öffnet sich bereits das nächste Türchen. Auch da haben wir wieder einen richtig tollen Gast für euch am Start. Wenn ihr die anderen Türchen noch nicht geöffnet habt, haben wir die hier auf der Seite für euch verlinkt. Schaut da unbedingt rein. Es sind richtig coole Beiträge dabei. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Adventszeit. Wir sehen, hören, riechen uns.